Ja, da gibt es große Möglichkeiten. Einmal die Transportvermeidung, indem also die Transportleistungen auch effizienter genutzt werden. Auslastung von Laderaum, die Disposition von verschiedenen Ladungsträgern, sowohl Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr und andere Transportmittel. Und da ist natürlich sehr viel Einfluss zu nehmen, auch alleine durch die Organisation und natürlich die Rahmenbedingungen in der Politik, um also Lkw-Gewichte, Abmessungen